Schauen ja, kaufen nein. Die amerikanischen Waffenhersteller kämpfen mit einem Umsatzrückgang. Seit der Wahl von Donald Trump sind Pistolen und Gewehre zum Ladenhüter geworden. Mit Remington hat nun sogar einer der ältesten Waffenproduzenten Insolvenz angemeldet. Eine Teilschuld daran könnte ausgerechnet Donald Trump haben. Denn anders als Hillary Clinton versprach der, das Recht auf Waffenbesitz zu erhalten. Hillary Clinton will den zweiten Verfassungszusatz abschaffen. Wir reden hier nicht über Veränderungen. Sie möchte den zweiten Zusatz abschaffen. Wir werden das nicht zulassen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden ihn bewahren. Wir werden ihn schätzen. Wir werden uns darum kümmern. Aus Angst, unter einer Präsidentin Hillary Clinton nicht mehr so leicht an Waffen zu kommen, hatten sich viele Amerikaner vor der Wahl mit Gewehren und Pistolen eingedeckt. Der Verkauf boomte. Mit der Wahl von Donald Trump war zumindest dieses Problem aber vom Tisch. Und die Konjunktur ist wohl auch deshalb eingebrochen.